Gerd Kurz und Kompakt. Was haben wir zu erwarten? Wie können wir uns diesen Konferenzablauf in der Dramaturgie vorstellen? Und für wann könnten wir mit so etwas wie einem Ergebnis rechnen? Was wissen Sie? Ja, die Präsidenten Putin und Erdogan sind nicht aus Versehen die Letzten, die hier bei der Konferenz ankommen. Sie haben sich vorher zu einem bilateralen Gespräch getroffen, wie überhaupt das ein oder andere Gespräch hier im Vorfeld in Berlin heute Morgen schon stattgefunden hat. Das sind ja auch zwei ganz, ganz wichtige Player. Und gerade auf diese beiden Personen hat es natürlich die deutsche Bundesregierung mit ihrer Initiative abgesehen, hier heute im Schlusskommuniqué möglichst festzulegen, dass sich die Mächte aus Libyen zurückziehen. Das ist ein ganz wichtiges Vorhaben dieser Konferenz, dass man damit anfangen kann, politische Lösungen zu finden, die die Libyer miteinander dann verhandeln, assistiert natürlich von außen, aber eben mit so militärischer Präsenz in Libyen, da soll Schluss sein, dass Waffenembargo muss kontrolliert werden. Da hat der Außenbeauftragte der EU, Herr Borrell, schon gestern gesagt, die Europäische Union sei bereit, dort auch zum Beispiel dafür Friedenstruppen zu stellen. Das wird sicherlich zu größeren Diskussionen kommen in den beteiligten Ländern. In Deutschland haben wir gestern schon von der Verteidigungsministerin gehört, dass man sich so etwas vorstellen kann, dass die Bundeswehr an einem solchen Einsatz sich beteiligen könnte. Aber soweit ist es ja noch nicht, denn wie geht das heute weiter? Nun, Sie haben es gemerkt, es fängt etwas später an und solche Konferenzen mit so vielen Teilnehmern können natürlich auch gewaltig lange dauern. Es ist ein Abschlusskommuniqué vorbereitet worden, wie das üblich ist. Das wird jetzt den Teilnehmern vorgelegt und am Rande dieses Kommuniqués wird dann oder nach dem Text dieses Kommuniqués wird dann verhandelt und der ein oder andere Teilnehmer hat sicherlich seine eigenen Vorstellungen. Jedenfalls wird Angela Merkel diesen Prozess moderieren, in der Hoffnung, dass man heute Abend dann gemeinsam dieses Kommuniqué verabschieden kann. Es war mal von 19 oder 20 Uhr die Rede, aber das ist wirklich Kaffeesatzleserei. Es könnte durchaus auch länger dauern. Danke für Ihre Eindrücke und Informationen nach Berlin, Gerd Joachim von Fallois.